Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Wir schauen uns heute die Top 5 Antivirensysteme an, und zwar die Free-Versionen, sodass du kein Geld ausgeben musst. Und ja, schauen wir uns erstmal an, was genau in dem Video für dich drin ist. Also, es geht los mit der Übersicht. Dann kommen wir zur Gründung, wann die gegründet wurden und wo. Dann kommen wir zur Bewertung, Schritt Nummer 3, Schutz. Also, wie gut schützen sie, welche Vorteile haben sie und welche Nachteile haben sie. Und dann kommen wir zum Schluss, zum Fazit. Fasse ich nochmal alles kurz für dich zusammen, sodass du eine leichte und schnelle Entscheidung treffen kannst. NH Cybersecurity. Be part of IT. Gut, starten wir gleich mal mit der Übersicht. Also, Übersicht, welche Virenscanner habe ich für dich vorbereitet, die natürlich kostenlos sind. Ganz einfach, Kaspersky Free Antivirus, Avira Free Antivirus, Avast Free Antivirus, Sophos Free Antivirus und AVG Free Antivirus. Diese Virenscanner sind alle kostenlos, heißt, du musst kein Geld ausgeben und easy. Und die schützen dich auch besser als Windows Defender, um das gleich schon mal vorab zu sagen. Genau, dann schauen wir uns mal die Gründung an. Jetzt bin ich wieder ein bisschen im Weg, aber kein Ding. Ich springe einfach schnell auf die andere Seite. Genau, Sophos 1985 in England. Dann kommen wir zu Avira 1986 in Deutschland. Avast 1988 in Tschechien. Und AVG 1991 in Tschechien auch. Diese zwei Firmen sind inzwischen zusammen. Avast hat AVG aufgekauft. So die Richtung. Und ja, danach kommt auch schon 1997 Kaspersky in Russland. Warum zeige ich dir diese ganze Gründungssache? Erstens, umso länger die im Game sind, umso mehr Erfahrung haben sie natürlich mit Virenscanner und Programmierung. Und ja, auch entscheidend ist natürlich, welche Daten von dir in welches Land kommen. Weil Virenscanner sammeln immer ein bisschen Daten, das kann man leider nicht vermeiden. Die wollen ja auch besser werden. Und deswegen solltest du dir überlegen, ob deine Daten jetzt nach Deutschland, Tschechien, Russland oder England kommen sollen. Genau, das sollte auf jeden Fall bewusst sein, und dann machen wir auch gleich weiter. Gut, zum wichtigsten Punkt, die Schutzwirkung. Also, wir haben hier den Industriedurchschnitt, also alle Virenscanner, die hier von avtest.org getestet wurden, sind eben hier, das ist eben der Durchschnitt davon. Also das sind halt 98,8% wird im Durchschnitt erkannt an Zero-Day-Malware, also Malware, die nicht bekannt ist, also so Echtzeit, Real-World-Szenarien, also echte Welt-Szenarien. Und man sieht hier, fast alle sind hier bei 100%, und das ist schon mal gut. Hier wurden einfach dann 334 Viren erkannt, also wo halt 100% steht. Wo halt 99% steht, halt dann eben weniger. Wir sehen hier, Avira ist hier leider nicht ganz so gut, und Sophos, ja, hat halt auch die Schwächen. Genau. Aber der Rest schneidet relativ gut ab. Und wo sie alle perfekt abschneiden, also ist die Erkennungsrate bekannter Malware. Das sollte natürlich auch der Durchschnitt 100% sein, weil wenn die Malware schon mal analysiert wurde von dem Virenscanner und bekannt ist und in die Virendatenbank eingepflegt wurde, sollte jeder Virenscanner die erkennen. Und wenn er das nicht kann, dann ist es ein schlechter Virenscanner. Aber deswegen habe ich hier für euch alle guten rausgesucht, die das eben können. Und da ist auch der Durchschnitt 100%, also kann man auch davon ausgehen. Sogar bei 12.316 Viren wurden hier analysiert. Genau. Kommen wir jetzt zu den Vor- und Nachteilen. Vorteile sind eben von Avira: Gratis-Version mit Basisschutz. Also das Ganze ist gratis, ja, darüber geht das Video. Frei konfigurierbare Scans, also man kann sagen, was genau gescannt werden soll, wann es gescannt werden soll und so weiter und in welcher Tiefe gescannt werden soll. Einfache Bedienung, Avira gibt es schon sehr lange. War auch immer recht schön zu bedienen, auch sehr praktisch. Ich fand es auch immer ganz cool. Das ist einer der ersten Virenscanner, den ich persönlich kennengelernt habe, mit 12 oder 13 Jahren. Hier sieht man immer, wenn der Schirm offen ist, läuft der Virenscanner. Wenn der Schirm geschlossen ist, ist der Virenscanner deaktiviert. Genau. Was ist schlecht?
Werbung ist schlecht. Ja, aber das können wir leider nicht umgehen. Wir zahlen ja auch nichts. Deswegen kriegen wir Werbung, damit wir dann eben vielleicht auf die Premium-Version upgraden. Gut. Dann kommen wir zu den Funktionen. Die Funktionen. Echtzeitschutz ist dabei. Das heißt, ja, der Virenscanner schaut die ganze Zeit im Arbeitsspeicher und die Dateien, die du ausführst, überprüft er direkt, ob das Viren sind. Manueller Scan ist halt dabei. Natürlich, wir können manuell sagen, jetzt scannen unseren ganzen Computer. Ransomware-Schutz ist dabei. Also, dass unser Computer nicht verschlüsselt wird und so weiter, dass eben die Ordner nochmal ein bisschen überwacht werden. Gut, kommen wir zum nächsten. Sophos. Einfache Bedienung, günstige Premium-Lizenzen, falls man später upgraden will. Viele Funktionen auf jeden Fall dabei und natürlich wieder die lästige Werbung. Aber hilft nichts. Dafür kommen wir da viele Funktionen. Und das ist dann Echtzeitschutz, manueller Scan, Malware-Erkennung mit KI. Gut, ich schätze mal, die meisten verwenden KI. Also Webschutz, was bei den wenigeren eher dabei ist, dass der Browser und so mit überwacht wird. Remote Management ist auch selten in Free-Version, dass man halt über eine Web-Oberfläche oder über ein anderes Gerät das Ganze, den ganzen Virenscanner managen kann und sehen kann, was auf dem PC los ist. Und was auch selten dabei ist in der Free-Version, ist Kinderschutzfilter. Also wenn ihr Kinder habt und kein Geld für einen Virenscanner ausgeben wollt und aber den Kinderschutzfilter haben wollt, damit die eben nicht auf irgendwelche komischen Seiten gehen, dann ist Sophos wahrscheinlich für euch genau das Richtige. Gut, kommen wir zu Avast. Avast arbeitet sogar mit Google zusammen teilweise. Also hat er eine relativ hohe Erkennungsrate, weil Google das Internet ziemlich gut kennt. Aber hier geht es ja um die Vor- und Nachteile. Einfache Bedienung, funktionale Gratis-Version, also hat viele Funktionen und hervorragenden Support-Bereich. Also ihr könnt den Support anschreiben und fragen, ey, ich habe ein Virus, was soll ich machen? Das geht nicht oder das funktioniert nicht und so weiter. Und so weiter, genau. Funktioniert eben auch in der kostenlosen Version der Support, was halt bei den meisten Virenscanner eben nicht der Fall ist. Natürlich wieder Werbung als Nachteil. Alle Funktionen hier, Echtzeitschutz, manueller Scan und Ransomware-Schutz ist dabei. Gut, dann kommen wir zu AVG. Kinderleichte Bedienung, kostenlose Version mit Basisschutz, sehr sicher und viele Funktionen. Was hier der Nachteil ist, schwacher Support und Werbung. Genau, schauen wir uns die Funktionen an. Echtzeitschutz, manueller Scan, Ransomware-Schutz, Internet Security, also auch wieder halt das Internet, Browserverhalten überprüfen. Und was hier auch besonders ist, ist eben E-Mail-Schutz. Also in der Free-Version haben eigentlich wenig Virenscanner noch einen E-Mail-Schutz dabei, was hier eben dabei ist. Wenn man das braucht, nice. Dann kommen wir zum neuen Player in Free Antivirus, Kaspersky. Die waren lange Zeit nicht kostenlos oder hatten keine kostenlose Version. Aber jetzt haben sie eine kostenlose Version und die ist auch wieder einfach zu bedienen. Funktionale Gratis-Version, ja, viele Funktionen und Werbung. Also, naja, die Werbung, wir merken, kommen wir nicht drum rum. Wenn ihr keine Werbung wollt, müsst ihr eben eine Premium-Version kaufen. Genau. Dann haben wir die Funktion Echtzeitschutz, manueller Scan, Ransomware-Schutz und was hier auch krass ist, also wir merken, jeder Virenscanner hat sich auf was anderes spezialisiert. VPN ist integriert, also Virtual Private Network, damit könnt ihr eure IP verschlüsseln, also ein bisschen anonymer surfen. Und ein Passwortmanager ist integriert, falls ihr noch keinen habt, könnt ihr dann den von Kaspersky verwenden. Das ist ein nices Feature, macht auch das Ganze wesentlich sicher, weil Passwörter sind doch immer eine Schwachstelle. Gut, dann kommen wir zum Fazit, wie ihr euch genau entscheiden könnt, welcher Virenscanner für euch das Richtige ist. Also fangen wir gleich mal an. Auswahl individuell nach Bedürfnissen. Logisch, wichtig ist die Sicherheit, dass die Arbeit habe ich euch schon abgenommen. Ich habe euch die sichersten vorgestellt, die kostenlos sind. Dann Vor- und Nachteile natürlich betrachten, was ist da für euch relevant, welche Vorteile wollt ihr, welche Nachteile könnt ihr eingehen und so weiter. Und natürlich auch, was ich euch auch dargestellt habe, die Funktionen. Wollt ihr irgendwelche besonderen Funktionen, sind welche für euch relevanter? Dann entscheidet eben nach diesen drei Kriterien und dann habt ihr auch den perfekten kostenlosen Virenscanner für euch.
Dann natürlich klarzustellen ist, dass Premium-Versionen besser schützen, mehr Funktionen haben und keine Werbung einblenden, ne? Und ja, wenn ihr eine Premium-Version haben wollt, ich verlinke euch hier unter dem Video Links zu den Premium-Versionen. Aber kein Problem, wenn ihr auch eine kostenlose haben wollt, ihr seid damit auch auf jeden Fall besser geschützt als ohne Virenscanner. Genau, das würde ich euch auf jeden Fall raten, immer einen Virenscanner, weil man hat ab und zu, wenn man mal nicht aufpasst, hat man doch irgendwelche Momente, wo man eben vielleicht auf einen Virus draufklickt und der dann alles verschlüsselt und dann ist alle Daten weg. Also von dem her sollte man vielleicht sich da schon ein bisschen Zeit nehmen und eben sein System sicher zu machen. Und hier sind wir auch genau bei dem Punkt. Das war's hier von mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, dass ihr immer sicher bleibt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Abonniert den Channel, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, be part of IT und bis zum nächsten Video. Peace!